Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Das wird heute die sechste Lesung aus dem wundervollen Buch Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch fünf Jahrhunderte. Ein Kampf, der immer noch nicht ausgestanden ist, ein Kampf, der sich im Augenblick bewegt Richtung Moskau, weil das Kapitel, das wir lesen, heißt Marsch auf Moskau. Das geht noch ein paar sehr, sehr wichtige Seiten und dann beginnt das nächste Kapitel und wir werden sehen, wie weit wir heute kommen. Ich kann euch nur versprechen, es wird immer spannender. Mit jeder Seite, mit jeder Lesung wird das Buch einfach faszinierender. Das ist das, was mich damals, also damals vor wenigen Wochen, davon überzeugt hat, eben dieses Buch auch online, wie ich jetzt eben tue, vor Mikrofon zu lesen. Wir fahren also fort auf Seite 62 mit dem ersten vollen Absatz, der da lautet: Machte sich Demetrius mit seinen Regierungsmaßnahmen allgemein beliebt, so bereitete ihm das enge Verhältnis zu den Polen und den Jesuiten wachsende Schwierigkeiten. Beide, Polen und die Katholiken, waren bei den orthodoxen Russen verhasst. Das erste öffentliche Ärgernis trat ein, als ein Jesuit bei der Krönung des Demetrius eine lateinische Ansprache hielt. Außerdem war Demetrius bestrebt, westliche Reformen bei dem um die Erhaltung ihres Brauchtums ängstlich besorgten Russen einzuführen. In dieser Hinsicht kann man Demetrius sehr wohl mit dem späteren Zaren Peter den Großen vergleichen. Während aber Peter als unumstrittener Zar mit seinen rücksichtslos durchgeführten Reformen trotz Gefährdung seines Lebens durchzudringen vermochte, konnte sich Demetrius nicht durchsetzen. Ha, kleiner Kommentar eben von mir. Was wir bis jetzt gelesen darüber haben, wie der wirkliche Demetrius, das Kind Demetrius, als Sohn des Zaren Ivan des Schrecklichen war, welche Charakterzüge der an den Tag gelegt hat, ist es doch noch deutlicher, wenn er jetzt in der Regierung ist, also oder die Regierung ist, ne? Ein Zar ist nicht in der Regierung, ein Zar ist die Regierung. Oder wie der französische König Louis XIV. Sagte, l'État c'est moi, ne? Der Staat bin ich. Wie wir hier sehen, also dass Demetrius sich nicht durchzusetzen vermochte, das ist weiterhin ein deutlicher Verweis darauf, dass er nicht der wahre Demetrius sein kann. Auch wenn der wahre Demetrius als Kind gestorben ist, aber seinen Charakter so dermaßen verändern, das glaube ich nicht, dass er das getan hätte. Obwohl man ja sagt, dass Menschen erst mit dem, ja, vielleicht 25. rund 30. Lebensjahr abgeschlossenen Charakter haben und den nicht mehr ändern. Das ist gut möglich, aber man muss ja auch immer die Einflüsse sehen, unter denen die Leute gewesen sind. Und wenn wir hier begreifen, dass eben dieser falsche Demetrius unter Jesuiteneinfluss und römisch-katholischem Einfluss war und dann sich hier nicht durchsetzen kann, in welcher Situation auch immer, lässt das für mich ganz stark erkennen, dass man daran zweifeln muss, ob dieser Demetrius überhaupt der wahre Demetrius ist. Aber der Autor fährt fort und sagt: Er verwarf indessen alle die umständlichen, ihm lächerlich erscheinenden Zeremonien der bisherigen Zaren, bestieg ohne die übliche Dienstleistung zweier vornehmer Bojaren sein Pferd, übte seine Truppen nach westlichen Regeln und rühmte die von ihm eingestellten Ausländer gegenüber den Russen. Er besuchte zu Fuß die Kaufläden und Werkstätten der Ausländer, ging mit nur wenigen Begleitern auf die Bärenjagd und spottete bei jeder Gelegenheit über die Vorurteile und die Unbeweglichkeit der Russen. Ja, man kann sagen, dass er sich bewusst über alle abergläubischen Gewohnheiten der Russen hinwegsetzte und sich offen von den vielen umständlichen Kleinigkeiten ihres Brauchtums lossagte, die ihnen geheiligt zu sein schienen. Er hoffte vermutlich, wie Peter der Große auch, das Volk durch sein Beispiel und Vorbild von den alten Sitten zu befreien. Aber Demetrius wusste sich nicht die Autorität zu verschaffen, wie Peter der Große das tat. Es fehlte ihm auch die an Brutalität grenzende Rücksichtslosigkeit dieses Zaren, der das russische Volk in eine europäische Kultur- und Großmachtstellung hineinknutete. Und genau dieser Satz bestätigt das, was ich gerade eben im Kommentar bereits gesagt hatte. Andererseits, fährt der Autor fort, besaß Demetrius nicht die menschliche Größe,
die erforderlich gewesen wäre, um der Verblendung zu entgehen, der er durch den Erfolg des Unternehmens anheimfiel. Er war sehr jähzornig und gab dann seine tyrannischen Anwandlungen bei dieser oder jener Gelegenheit nach. Auch dadurch machte er sich unbeliebt und verlor die Sympathien, die er zunächst gewonnen hatte. Das Benehmen des Woiwoden Mniszczek, des Vaters seiner Angelobten und Teilhabers an dem Unternehmen, bei dem Missgeschick des Prätendenten von Nowgorod und nach dessen Niederlage bei Dobrynitschi im Jahre 1605, hätte dem jetzt erfolgreichen Demetrius genug Veranlassung gegeben, den Vertrag vom 25. Mai 1604 aufzukündigen und auf die Ehe mit der Marina zu verzichten. Aber Demetrius scheint von einer unbändigen Leidenschaft für das schöne Mädchen besessen gewesen zu sein. Denn bei einer leidenschaftslosen und nüchternen Betrachtung der in Moskau vorgefundenen Verhältnissen und unter Berücksichtigung der dort herrschenden Stimmungen hätte er erkennen müssen, dass eine Eheschließung mit dieser fanatisch-katholischen Polin für ihn die völlige Einbuße der Volksgunst bedeuten würde. Vermutlich haben die Jesuiten und die Vertreter des Vatikans aber gerade mit dieser Leidenschaft des Demetrius für Marina gerechnet. Sie konnte die beste Gewähr für die Erfüllung ihrer Erwartungen sein. Dem Jesuiten Lawiczki und dem mit diesem zusammenarbeitenden Kardinal Maciejowski lag sehr viel daran, dass die Ehe zwischen Demetrius und Marina geschlossen wurde. Jetzt kleiner Kommentar, bevor es weitergeht, logischerweise, weil wenn der Demetrius auf die Seite geschafft werden würde, nachdem er ja jetzt Zar ist, kann ja dann die Frau regieren, die eben den Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche noch höriger ist, als der Demetrius es bereits war. Aber wir fahren fort im Buch, wo es heißt, sie, die beiden Jesuiten, Lawiczki und Maciejowski, wussten zweifellos, dass die Verchristung der heidnischen Völker Europas sehr oft durch die leidenschaftliche Neigung heidnischer Fürsten zu christlichen Frauen herbeigeführt oder erleichtert wurde. Und diesen Satz müssen wir natürlich jetzt nochmal so lesen, wie er eigentlich geschrieben sein müsste. Sie wussten zweifellos, dass die Katholisierung der heidnischen Völker Europas sehr oft durch die leidenschaftliche Neigung heidnischer Fürsten zu katholischen Frauen herbeigeführt oder erleichtert wurde. Weil christlich ist hier überhaupt nicht involviert. Christlich heißt wie meistens katholisch, auch in diesem Fall. Ja? Aber das ist eben der Punkt, den ich gerade als Kommentar bereits meinte. Weil die sogenannten heidnischen Fürsten zu christlichen Frauen, also katholischen Frauen herbeigeführt wurden, und dann eben die Frauen nachher die Regentschaft übernommen haben, wenn die Männer aus dem Weg geräumt waren, das wussten natürlich die Jesuiten. Sie wissen, dass sie die Männer über die Frauen kriegen. Ganz einfach. Wenn Schiller den Pater Domingo in seinem dramatischen Gedicht Don Carlos lehren lässt, dass, Zitat, dass Fälle möglich wären, wo die Kirche sogar die Körper ihrer jungen Töchter für höhere Zwecke zu gebrauchen wüsste, Ende Zitat, so wird der Jesuit Lawiczki ähnlich gedacht haben, zumal es sich in diesem Fall nicht nur um ein loses Konkubinat, sondern um eine tatsächliche Ehe handelte, zu dem höheren Zweck, Russland zu katholisieren und der Botmäßigkeit des Papstes zu unterwerfen. Der höhere Zweck, das Motto der Jesuiten, ad majorem Dei gloriam, zur größeren Ehre Gottes. Ihres Gottes, nicht Yahweh, aber ihres Gottes, nicht wahr? Daher wird der Jesuit auch die Neigung des Demetrius genährt und gestärkt haben. Demetrius sandte den Djaken der neu gebildeten Duma, Athanasius Vlasjev, und seinen Privatsekretär Jan Buczynski nach Krakau, um am Hofe des polnischen Königs Sigismund in Gegenwart des Woiwoden Mniszczek die offizielle Verlobung mit der Marina feierlich zu vollziehen und die Vorbereitungen der Reise nach Moskau zu treffen. Aber Mniszczek hielt sich überraschend zurück. Die ihm vom Demetrius bereits gezahlten bedeutenden Geldsummen genügten ihm noch nicht. Er verlangte mehr und erklärte dem russischen Gesandten, bevor Demetrius diese Forderung nicht erfüllt habe, würde er die Reise nach Moskau nicht antreten und
folglicherweise seine Tochter nicht mit ihm verehelichen. Aber nicht nur die Geldfrage stieß auf Schwierigkeiten. Demetrius war zwar persönlich duldsam oder, besser gesagt, religiös gleichgültig, aber in den Augen der Russen war eine Ehe des Zaren mit einer Katholikin schlimmer als eine solche mit einer Heidin. Daher musste auch in der religiösen Frage eine Lösung gefunden werden. Demetrius hatte darum seinen Privatsekretär beauftragt, durch Vermittlung des päpstlichen Legaten Rangoni 3 Mindestforderungen an den Papst zu stellen. Der Marina sollte als Katholikin erlaubt werden, bei ihrer Krönung zur Zarin das Abendmahl durch den Patriarchen von Moskau nach griechisch-orthodoxem Ritus zu empfangen. Für diesen Frevel braucht man natürlich die persönliche Zustimmung des Papstes. Wenn eine Katholikin eben nicht partizipiert an der vollen Kommunion, sondern das Abendmahl, den Eucharist in der griechisch-orthodoxen, nach der griechisch-orthodoxen Rite, nach dem griechisch-orthodoxen Tradition, nach dem Ritus dort empfängt. Da brauchst du das Go des Papstes. Das muss der persönlich bei solch, zwischen Anführungszeichen, hochgestellten Persönlichkeiten, muss der das persönlich gutheißen. Sonst wird das nichts. Also, das ist Punkt 1. Marina sollte als Katholikin erlaubt werden, bei ihrer Krönung zur Zarin das Abendmahl durch den Patriarchen von Moskau nach griechisch-orthodoxem und nicht römisch-katholischem Ritus zu empfangen. Ihr sollte ferner gestattet sein, Punkt 2, stets die griechische Kirche zu besuchen und statt den Sonnabend den Mittwoch als Fasttag zu betrachten, wie es in Moskau üblich war. An sich betrachtet waren diese Forderungen verständlich, ja, deren Erfüllung sogar politisch erforderlich. Die spätere Zarin Katharina II. Hat einmal über die Verhältnisse in Russland geäußert, Zitat, in einem großen Reiche, dessen Herrschaft sich über so viel verschiedene Völker erstreckt, als es verschiedene Glauben unter den Menschen gibt, wäre Intoleranz der gefährlichste Fehler. Ende Zitat. Daher hatte sie sich auch bei ihrer Verehelichung mit dem Zaren Peter III. Öffentlich zum russisch-orthodoxen Glauben bekannt, wenn sie noch persönlich nicht teilte. Wieder eine kleine Bemerkung von mir. Zarin Katharina II. War also mit anderen Worten eine Katholikin, die sich aber zwecks der Eheschließung mit dem russisch-orthodoxen Glauben, zur Eheschließung mit Zaren Peter III. Zum russisch-orthodoxen Glauben bekannt hat und dabei natürlich geistige Reservationen gebraucht hat. Ja? Solche geistigen Reservationen, die man durch seinen Beichtvater, wahrscheinlich sogar jesuitischen Beichtvater, vorgeschlagen bekommt und dann eben auch macht. Und diese geistigen Reservationen heißen ja mit anderen Worten nichts anderes als, ich kann jedes Gelübde, jeden Schwur, jedes Bekenntnis ablegen, das ich auch will. Es bedeutet nichts, da ich dem römisch-katholischen Glauben unterstellt bin und das andere nur tue, damit der Zweck, weil der Zweck die Mittel heiligt. So hat Katharina die Zweite, Katharina die Große das gemacht, von der wir hier sprechen. Und ganz wichtig, also Katharina die Zweite, und ganz wichtig ist der Punkt, diese Katharina die Zweite hat ja die Regentschaft gehabt Ende des 18. Jahrhunderts, zur Zeit des sogenannten Verbotes der Jesuiten. Jetzt versteht vielleicht auch viele, warum ausgerechnet diese Katharina die Zweite den Jesuiten gewährt hat, sich in ihrem Land aufzuhalten, obwohl sie ja zwischen Anführungszeichen weltweit verboten wurden durch die Bolle Dominus ac Redemptor Nostor von Papst Clemens dem 14. im Jahre 1773. Ja? Diese Jesuiten hatten damals Unterschlupf an 2 ganz wichtigen Stellen auf dieser Erde gefunden, nämlich einerseits in Russland unter Katharina und andererseits in Preußen unter dem damaligen dort von Freimaurern beherrschten
weiß ich gar nicht mehr, wie der Herrscher da hieß, was Friedrich der Große oder was, spielt auch keine Rolle. Kann man nachschauen. Jedenfalls war der freimaurerisch beherrscht und die Jesuiten hatten ja die vollständige Kontrolle über die Freimaurerei bereits Anfang des 18. Jahrhunderts mit der Erstellung unter anderem auch des schottischen Ritus bis zum 33. Grade. Und deswegen war der auch vollkommen in ihrer Hand. Aber dieser kleine Satz, den der Autor hier schreibt, vielleicht ohne sich bewusst zu sein, was das wirklich beinhaltet, wie ich das jetzt gerade kommentiere, ist deswegen so wichtig, weil man eben verstehen muss, dass eine Katholikin oder ein Katholik jeden Schwur schwören kann, auch gegen seine eigene Kirche, weil seine Treue zur eigenen Kirche, seine Treue zum Papst, seine Treue oder ihre Treue zum Ultramontanismus ungebrochen ist und sie diese Schwüre oder er diese Schwüre, Versprechen, Bekenntnisse oder was auch immer nur ablegt, weil in diesem Fall der Zweck die Mittel heiligt. Jedes Mittel ist recht, wenn es dafür führt, dass die römisch-katholische Kirche am Ende siegreich dasteht. Und das ist genau der Punkt. Hier hatte also Katharina die Zweite, die in einer mehr oder weniger wichtigen Aussage nochmal sagt, Zitat, in einem großen Reiche, dessen Herrschaft sich über so viele verschiedene Völker erstreckt, als es verschiedene Glauben unter den Menschen gibt, wäre Intoleranz der gefährlichste Fehler. Natürlich kann ich mich hier tolerant geben, lass mal so sagen, ja, dass ich all diese verschiedenen Glaubensrichtungen ertrage, solange ich nur meiner Kirche gehorsam bin und alle Regeln und Maßnahmen, die die Kirche oder mein Beichtvater oder wer auch immer, der mir vorgestellt ist, also Vorgesetzter ist, vorträgt, anträgt, mir nahelegt zu tun, solange ich das tue. Solange ich nur perende ac cadaver bin. Wie eine Leiche handle, wie der Stock in der Hand eines alten Mannes. Womit der alte Mann dann mit dem Stock machen kann, was er will. Und das ist mit hörigen Katholiken genau das Gleiche. Hier also das Beispiel von Katharina II. Und deswegen hat sie eben bei der Verehelichung mit dem Zaren Peter III. Öffentlich sich zum russisch-orthodoxen Glauben bekannt, weil sie sich da zwar öffentlich zu bekennt, aber weil sie ihn, wie der Autor selbst sagt, nicht persönlich teilte, durch geistige Reservation. Aber, fährt der Autor fort, so fortschrittlich dachte man nicht im Vatikan. Obgleich der Wojewode Mniszczek, dem an der Erfüllung seiner Geldforderungen gelegen war, sowie der päpstliche Legat Rangoni mit persönlichem Schreiben an den Papst jene Wünsche des Demetrius unterstützten, erklärte eine Kongregation von Kardinälen und Theologen diese Forderungen des Zaren für unannehmbar. Der Legat Rangoni wurde beauftragt, den Demetrius davon zu unterrichten. Jetzt wandte sich dieser selbst an den Papst und der Jesuit Lawiczki begab sich über Krakau nach Rom, um den Papst umzustimmen. Dieser Jesuit vermochte sich in jeder Hinsicht den gegebenen Umständen anzupassen. Und wieder haben wir einen wunderbaren Beweis der Originalität der Motten der Jesuiten aus diesem vierten Eid, den ihr bei mir auf Archiv gerne nachlesen könnt, dass eben der Jesuit alles für jeden sein kann, dass er, egal unter welcher Maske, egal unter welcher Camouflage, also unter welcher Tarnung auch immer, dass er sich immer den Umständen und den Gegenden und Gepflogenheiten, wo er ist, offiziell anpassen kann. Genau das steht so im Eid. Das macht die Jesuiten ja so gefährlich. Das macht die Jesuiten so, dass man sie nicht erkennen kann. Er trug das Gewand der russischen Geistlichen und hatte sich gleich diesen Haar und Bart wachsen lassen. Also äußerlich überhaupt kein Unterschied zwischen einem russisch-orthodoxen kirchlichen Würdenträger und dem Jesuiten Lawiczki. Das muss man sich eben vorstellen. Der erscheint da und sieht äußerlich 100% so aus,
wie jemand aussehen muss, der ein Würdenträger der russisch-orthodoxen Kirche ist. Daher erregte sein Aufsehen, also der Jesuit Lawiczki, in Krakau erhebliches Aufsehen. Weil das ist ja wieder katholisch und er erscheint da als russisch-orthodox. Heute ist man an solche Tarnungen gewöhnt. Ja, wenn das wahr wäre, möchte ich hier dem Autoren kurz widersprechen, dann würden wir ja viel öfter die Arbeitsweisen der Jesuiten erkennen. Aber die Menschen erkennen sie heute immer noch nicht. Bekanntlich trägt der römische Kardinal Agagianian heute ebenfalls die Kopfbedeckung eines russischen Geistlichen und einen Bart. Er stellt dadurch die damals nicht erreichbare, heute erreichbar erscheinende Vereinigung der ost- und westkirchischen äußerlich dar. Also, wir sprechen hier zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils im 20. Jahrhundert, letztes Jahrhundert. Ja? Und der Autor sagt, er stellt dadurch die damals nicht, aber heute erreichbar scheinende Vereinigung dar. Vereinigt sind sie heute, 2024, immer noch nicht. Aber es kommt näher und näher. Die Gesandtschaft des Demetrius, fährt der Autor fort, hatte aber neben der Regelung der Vermählungsfrage auch einen politischen Auftrag zu erfüllen. Und jetzt wird's interessant. Demetrius forderte nämlich vom Papst die Verleihung des Titels Kaiser, also Cäsar, den er statt dem des Zaren zu führen beabsichtigte. Da kommt hier so ein dahergelaufener Mensch daher, der die Rolle des Zaren in Russland spielen will und fordert vom Papst seinen Cäsar-Titel, Kaisertitel ein, wo doch Papst Pius IX. In seinem Diskurs in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ganz deutlich gesagt hat, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem allein Treue und Ergebenheit zusteht. Ja? Aus dem Discorsi habe ich ja schon oft genug erwähnt. Das sollten inzwischen eigentlich alle kennen, denke ich. Ich schaue noch mal eben hier in meinen Bildern, wie das genau heißt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Deutsch auch habe hier. Hot 30, mal eben schauen. Ich habe sie jetzt nur in Englisch. Ich habe es auch in Deutsch auf dem Computer irgendwo, aber ich weiß es nicht. Also es heißt hier in Englisch, All Hail Caesar. Papst Pius IX. In seinem Discorsi, Band 1, Seite 253, sagte, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zustehen. Ja, das ist der Ausspruch, so wie er im Discorsi von Papst Pius IX. Gefunden ist. Jetzt kommt hier so ein dahergelaufener Schauspieler, der den Zaren spielen will und der vom Papst fordert die Verleihung des Titels Cäsar. Wo der Papst jeden anderen, der eben diesen Titel einfordert, gnadenlos vernichtet. Wie zum Beispiel den Kaiser, den Sonnenkönig von Japan Ende des Zweiten Weltkrieges durch das Abwerfen von zwei sogenannten Atombomben. Hiroshima und Nagasaki und anderes Thema. Wir sind hier auch noch viel früher in der Geschichte. Aber es ist ja nicht, weil Papst Pius IX. Das 1800 in den 60er Jahren geschrieben hat, dass es deswegen vorherige Papste nicht ebenso meinten. Der Papst ist der unnahbare Kaiser, der Einzige. Und hier von dem Demetrius jetzt die Verleihung des Titels Kaiser zu fordern, das ist, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht heraus mehr oder weniger sein eigenes Todesurteil. Entschuldigung. Sein eigenes Todesurteil schreiben. Ja? Also, das ist ein absoluter Frevel. Ja? Aber lesen wir weiter. Denn, so begründete er seinen Antrag, er erkenne außer Gott niemand als über sich stehend an. Also, der Demetrius erkennt nicht das ultramontane Primat des Papstes.
Er sei in seinem Reich Gesetz und Gesetzgeber zugleich, genau wie der französische König Louis XIV. Der sagte L'État c'est moi oder Loi c'est moi. Ja? Der Staat oder eben auch das Gesetz bin ich. Er müsse also zukünftig innerhalb der katholischen Christenheit, das ist ein Oxymoron, katholische Christenheit gibt es nicht, aber gut, ihr versteht, wie es gemeint ist, wenn man es hier liest, und als katholischer Herrscher neben den anderen katholischen Herrschern Kaiser genannt werden. Mit verschiedenen, mehr oder weniger unzutreffenden geschichtlichen Argumenten suchte er seine Forderung zu erläutern und auch zu rechtfertigen. Es war im Vatikan zwar einleuchtend, dass es in der römischen, zwischen Anführungszeichen, Christenheit keinen, zwischen Anführungszeichen, Zaren geben könne. Aber die Erklärung des Demetrius, in der er als katholischer Fürst den zaristischen Standpunkt außer Gott niemand als über sich stehend anzuerkennen, dem Papst gegenüber betonte, konnte man weder theoretisch noch praktisch anerkennen. Die Päpste hatten das ganze Mittelalter hindurch ihre Überordnung über Kaiser und Könige behauptet und für die Anerkennung dieser Vorherrschaft mit mehr oder weniger Erfolg gekämpft. Wir sprechen jetzt hier nur mal kurz eine kleine Seitennote, eine kleine Fußnote von mir über das ganz wichtige Studium, was von mir in der Zukunft noch kommt, wenn wir die Geschichte Papst Gregor des VII. Hildebrand aus dem 11. Jahrhundert studieren. Ja, das habe ich in Englisch. Ich weiß nicht, ob ich das hier in Deutsch machen kann, da müsst ihr halt die englischen Videos euch anschauen. In Deutsch gibt es das Buch hier leider nicht, was ich da studiert habe. Aber der war derjenige, der es durchgedrückt hat und seitdem macht es Sinn, sich die vatikanische Flagge anzuschauen, wo wir ja den silbernen Schlüssel der weltlichen Macht unter dem goldenen Schlüssel der geistigen Macht haben. Die geistige Macht herrscht über die weltliche Macht. Das lässt sich der Papst von niemandem nicht nehmen. Deswegen sind die beiden Schlüssel auch mit einem roten Band, das Band des Blutes, verbunden, dass wer versucht, diese Ehe zwischen geistiger Macht, die weltliche Macht befiehlt, zu trennen oder anzuzweifeln, dass da Blut fließt. Die Päpste hatten das ganze Mittelalter hindurch ihre Überordnung über Kaiser und Könige behauptet und für die Anerkennung dieser Vorherrschaft mit mehr oder weniger Erfolg gekämpft. Gregor VII. Hat den ersten großen Erfolg nach Hause gefahren, da werden wir in der Zukunft noch drüber sprechen. Und wir erinnern uns dann natürlich auch noch an das 14. Jahrhundert, Anfang 1300, mit Papst Boniface VIII., Unam Sanctam. Das erwähnt der Autor auch sofort. Ja? Aber da geht es ja genau drum. Unam Sanctam, und wenn ihr euch erinnert, schaut euch bitte mein Video an, oder ich werde versuchen, auch den Link hier in die Beschreibungsbox des Videos mit reinzumachen. Dictatus Papae Unam Sanctam ad absurdum. Da haben wir nämlich Dictatus Papae, ein Schreiben von Hildebrand, von Papst Gregor VII. Und von Boniface VIII. Unam Sanctam zusammengefasst, in einer Lesung, die ich damals mit Victor vor einigen Jahren gemacht hatte. Das ist der erste große Erfolg der Päpste und was das auch in Hinsicht auf biblische Prophezeiungen bedeutet, das werden wir dann in der Zukunft noch dort ganz deutlich besprechen. Hier schon mal ein ganz kleiner Hinweis eben genau darauf hin, die Erklärung des Demetrius, in der er als katholischer Fürst den zaristischen Standpunkt außer Gott niemand über sich stehend anzuerkennen, dem Papst gegenüber betonte, konnte man weder theoretisch noch praktisch anerkennen. Seht, das ist ja das Problem zwischen der russisch-orthodoxen, also zwischen den Russen und den römisch-katholischen. Die römisch-katholischen erkennen keine größere Macht an als den Papst. Und der Papst ist Gott auf Erden. Also niemand steht über den Papst. Da sind sie sich alle einig. Der Zar sagt aber eben, dass er als katholischer Fürst den zaristischen Standpunkt einnimmt, dass niemand außer Gott über ihm steht. Das sagt der Papst aber ebenso. So, es kann aber keine zwei Päpste geben, wie Jesus Christus schon sagte, man kann nicht zwei Herren dienen. Und der Papst wird niemals damit einverstanden sein, seine, zwischen Anführungszeichen, Herrlichkeit mit jemand anderem zu teilen. Das wird nicht passieren.
Aber die Erklärung, dass Demetrius und der als katholischer Fürst den zaristischen Standpunkt außer Gott niemand als über sich stehend anzuerkennen, dem Papst gegenüber betonte, konnte man weder theoretisch noch praktisch anerkennen, selbst nicht mit irgendwelcher mentalen Reservation. Die Päpste hatten das ganze Mittelalter hindurch ihre Überordnung über Kaiser und Könige behauptet und für die Anerkennung dieser Vorherrschaft mit mehr oder weniger Erfolg gekämpft. Wenn diese Auffassung auch im 16. Jahrhundert zuweilen weniger laut betont wurde, ja sicher zur Zeit doch der Reformation, wie wir wissen, wo es eben angezweifelt wurde und wo die Leute zu Millionen aus der römisch-katholischen Kirche rausgegangen sind, so war sie keineswegs aufgegeben, diese Auffassung. Die wurde niemals aufgegeben, zumal die Jesuiten haben sich dafür bis in die neueste Zeit immer wieder eingesetzt, seit sie initiiert waren. Denn das Motto der Jesuiten lautet: Der Pöbel ist untertan dem Staat, der Staat ist untertan der Kirche, die Kirche ist untertan dem Papst und der Papst ist untertan den Jesuiten. Das ist ihre Führungsstrategie, das ist ihre Gehorsamsstrategie, ihr Gehorsamsglaube und das ist alles, was sie tun, um diese Gehorsamsstrategie in der Welt durchzusetzen. Und zwar ohne irgendwelche Skrupel, in keinster Weise. Also setzen sich die Jesuiten an erster Stelle dafür ein, dass der Papst die absolute Vorherrschaft hat. Und das geht nicht, wenn man eine zweite Kirche hat, die russisch-orthodoxe, neben der römisch-katholischen. Und das geht schon mal gar nicht, wenn man da im Osten einen Herrscher hat, der meint, außer Gott ist niemand über mir. Das ist nur beim Papst so. Der sagt, außer Gott ist niemand über mir. Und er ist dann sogar noch der Stellvertreter Gottes auf Erden, meint er. Ja? Also, ihr seht, hier beschreitet der Demetrius einen Pfad, den er niemals gewinnen kann, wo er immer in den Abgrund fallen wird. Einerseits natürlich in den ewigen Abgrund sowieso, weil er kein Christ ist, aber andererseits in den weltlichen Abgrund, weil der Papst lässt nicht seine Position sich streitig machen von einem dahergelaufenen Demetrius. Ja, das ist mein Kommentar dazu. Der Jesuitengeneral Franz Xaver Werns, der 1914 gestorben ist, hat den Schlusssatz der berühmten Bulle Unam Sanctam des Papstes Bonifaz VIII, in der diese Überordnung des Papstes ausgesprochen wurde, Zitat, eine dogmatische Definition genannt, die, Zitat, das richtige Verhältnis zwischen Kirche und Staat für ewige Zeiten feierlich vorgezeichnet hat. Also die Bulle Unam Sanctam, die ja zum Teil eben basiert auf Dictatus Papae von Gregor dem VII. Diese Unam Sanctam Bulle von Papst Boniface dem VIII. Hat eine dogmatische Definition genannt, die das richtige Verhältnis, aus Sicht der römisch-katholischen Kirche natürlich, richtig, zwischen Kirche und Staat für ewige Zeiten feierlich vorgezeichnet hat, zementiert hat. Ja? Da kannst du nicht dran rütteln. Wenn du das nicht glaubst und wenn du dich da nicht nach verhältst, dann wirst du aus dem Weg geräumt. Auf welche Art und Weise auch immer. Eine dogmatische Definition, mit der das richtige Verhältnis zwischen Kirche und Staat für ewige Zeiten feierlich vorgezeichnet wurde. Ewige Zeiten natürlich nur so lange ewig wir hier auf dieser Welt sind. Ne? Jener Schlusssatz lautet, ich probiere mal eben jetzt das Lateinische vorzulesen. Subessere humano pontifici omni humanae creatuare declaramus definimus et pronunciamus omnio esse de necessitate salutis. Was auf Deutsch heißt, wir erklären, sagen und bestimmen, dass es eine Heilsnotwendigkeit ist, dass jedes menschliche Geschöpf dem römischen Papste unterworfen sei. Und das habt ihr mich ja schon oft sagen hören, dass in der Bulle Unam Sanctam der Wortlaut, das ist immer je nach Quelle, wo man hingeht, unterscheidet sich das von Wort bis zu Wort irgendwo, aber die Basisaussage ist dieselbe. Ich habe mir gesagt, es klingt so, dass es heißt, es ist unerlässlich für die Erlösung der menschlichen Seele, ein Subjekt des römischen Pontifs zu sein.
Und das ist dasselbe, was hier steht. Wir erklären, sagen und bestimmen, dass es eine Heilsnotwendigkeit ist. Ne? Heilsnotwendigkeit heißt Erlösungsnotwendigkeit, weil ohne Erlösung hat man ja kein Heil. Dass jedes menschliche Geschöpf dem römischen Papst unterworfen sei. Das bedeutet politisch, wie der Jesuit Matteo Liberatore klar und deutlich schrieb, Zitat, der weltliche Fürst hört auch als Fürst nicht auf, Untertan des Papstes zu sein. Du kannst also nicht, weil du ein weltlicher Fürst bist, dich über den Fürst der Fürsten stellen. Den Papst, den selbsternannten Fürst der Fürsten. Also schon aus diesen Gründen konnte der Papst eine solche Erklärung des Demetrius nicht gelten lassen. Außerdem konnte der Papst mit Rücksicht auf den, zwischen Anführungszeichen, römischen Kaiser, weil wir haben ja auch noch einen weströmischen Kaiser in Wien, keinen bei den Polen keinen weiteren Kaisertitel verleihen, während der Titel eines Königs bei den Polen Missfallen verursacht hätte. Also ihr seht, in welche missliche Lage sich der Demetrius mit seiner Forderung hier im Grunde reinfährt. Ja? Der Papst konnte mit Rücksicht auf den weströmischen Kaiser keinen zweiten Kaisertitel verleihen und er konnte dem Demetrius keinen Königstitel verleihen, weil das in Polen Missfallen verursacht hätte, was ja ein wichtiges katholisches Land war, sicher nachdem gerade die Reformation dort ausgemerzt wurde. Demetrius wusste indessen, wie sehr den Jesuiten an einem Kreuzzug gegen die Türken gelegen war, für den sich der Gründer ihres Ordens, der heilige Ignatius von Loyola, ja vergeblich eingesetzt hatte. Ja? Schaut euch nochmal die Buchlesung an von dem Karl Theodor Griesinger über die Ordensgeschichte der Jesuiten. Da haben wir ja gelernt, dass Loyola damals nach Jerusalem ging, um hauptsächlich dort den Mohammedanismus rauszuwerfen. Und wurde schlussendlich da selbst rausgeworfen. Daher sollte der Jesuit Lavitschki in Rom veranlassen, dass sich der römische Kaiser wie der König von Polen militärisch an diesem Kreuzzug des Demetrius beteiligten. Dafür sollten diese Fürsten dann einwilligen, dass Demetrius den Kaisertitel führte. Die Entscheidung und das bereits erwähnte Breve des Papstes Paul V. vom 10. April 1606 erreichte aber den Demetrius nicht mehr. Auf die Betonung seiner Machtfülle im Russischen Reich, mit der Demetrius geprahlt hatte, entgegnete der Papst in seinem Breve, weil du bei deinem Volke alles vermagst, was du willst, so befiehl ihm die Anerkennung des Statthalters Christi. Aber Demetrius hatte nichts mehr zu befehlen. Als das päpstliche Breve in Moskau eintraf, war er gestürzt und tot. Eduard Winter sagt zu dieser verworrenen und für den Vatikan schwierigen politischen Lage, Zitat, in einem Breve an Sigmund verwies Paul V. mit Nachdruck auf die Bedeutung, die Pseudo-Dimitri nach seiner Meinung für eine Koalition gegen die Türken habe, bat um die Unterstützung des russischen Prätendenten, unseres geliebten Sohnes, wie es ausdrücklich hieß, und wünschte dem König für diesen Feldzug im März 1606 viel Glück. Doch die herrschenden Kreise in Polen waren weder an einem Türkenkrieg interessiert, noch an einer Machterhöhung des Herrschers in Kreml als Lohn für seine Bereitwilligkeit gegen die Türken zu ziehen. Für sie, für die Polen, die herrschenden Kreise in Polen. Für sie war der falsche Dimitri nur ein Werkzeug ihrer Machtpolitik, das aber nicht zu mächtig werden durfte. Der taktische Grundsatz Stephen Bathorys, des Vorgängers des Sigismund, also Stefan Batoris, Moskau fest in den Händen der herrschenden Kreise in Polen sei der beste Ausgangspunkt für einen erfolgversprechenden Türkenkrieg. Dieser Punkt wurde wieder deutlich. Die Verbindung zwischen Moskau und Rom sollte allein über Warschau laufen. Eine direkte Verbindung war daher unerwünscht. Ende Zitat. Und das beendet unser Kapitel Marsch nach Moskau. Ich hoffe, dass euch die Wichtigkeit der Bulle Unam Sanctam und ebenso der Bulle Dictatus Papae von Heinrich dem VII.
Heinrich, den sage ich schon. Gregor dem Siebten, Hildebrand, deutlich geworden ist während dieser Lesung nochmal. Und schaut euch das Video gerne mal an. Mir waren damals auch viele Auswirkungen dieser Bulle noch nicht so bekannt, wie sie es heute sind. Ich habe eben damals auch erst an einem anderen Punkt in meinem Studium gestanden, aber es war schon deutlich, dass es sehr, sehr wichtig war. Wie wichtig, das ist mir erst später deutlich geworden. Und da werden wir dann auch in der Zukunft, in der Studie, ja, sollte Gott gesagt haben, drüber sprechen. Ja? Aber im Augenblick finde ich es hier sehr bemerkenswert, dass wir in diesem Buch, Kreml und Vatikan, da so ausführlich haben drüber sprechen können und dass uns auch hier ganz deutlich war, dass dieser Demetrius bestimmte Forderungen gemacht hat, die im Grunde sein Todesurteil zur Folge hatten. Wer auch immer ihn ermordet haben mag, und da wird es in den kommenden Lesungen keinen Zweifel drüber geben, das hat damit zu tun. Man kann keine Forderungen stellen, sich über den Papst zu stellen, der Stellvertreter Gottes auf Erden ist, und sagen, nur Gott ist über mir, ich bin der Höchste auf dieser Erde. Nein, das beansprucht der Papst für sich. Und das war ganz sicher ein Fehler des Demetrius hier in diesem Fall. Das nächste Kapitel lautet dem Ende entgegen. Und da wir noch nicht so weit fortgeschritten sind in der Sendung, sondern erst bei knapp 40 Minuten sind, fangen wir dieses neue Kapitel an. Während sich die russische Gesandtschaft in Krakau bemühte, den Woiwoden Mniszczek zu beschwichtigen, damit er seine Tochter Marina nach Moskau geleite und bei dem päpstlichen Legaten den kirchlichen Dispens der künftigen Zaren befürwortete, gab sich Demetrius in Moskau dem Genuss des süßen Lebens hin, wie man solche Vergnügungen mit Frauen heute euphemistisch nennt. Das erzwungene Verhältnis mit der schönen Xenia hatte er nach dem Einspruch seines zukünftigen Schwiegervaters lösen müssen. Und jetzt stürzte er sich hemmungslos in diese Freuden. Aber der damals zeitgenössische Dichter William Shakespeare sagte schon in der Tragödie Macbeth, das Zitat, unmäßige Wollust auch Tyrannei ist, Ende Zitat, die, Zitat, schon oft zu früh verwaist hat manch beglückten Thron und stürzte viele Könige. Ende Zitat. Daher empfahl Shakespeare solchen Fürsten, und jetzt kommt ein Zitat, wo ich erst noch mal kurz einwerfen muss, bitteschön. Shakespeare ist meines Erachtens, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Shakespeare ist meines Erachtens nichts weiter als ein Schauspieler, der von Jesuiten geführt wurde und der nichts anderes getan und gesagt hat, als was seine jesuitischen Führer ihm vorgegeben haben. Da kann man jetzt mit mir übereinstimmen, da kann man nicht mit mir übereinstimmen, das ist mir vollkommen wurscht. Ich bin der Meinung, dass das so ist. Und als ein solcher kann man auch manche Dinge sagen, die eben immer dafür sorgen, dass wir die Hegelsche Dialektik haben. Ja? These, Antithese, Synthese. Rechte Meinung, linke Meinung, die beiden knallen zusammen und die Lösung daraus ist die, die man bereits vorher haben wollte. Ja? Wenn der Dichter William Shakespeare hier in einem Schreiben, das er veröffentlicht hat, Macbeth, dieses Theaterstück, unmäßige Wollust, auch Tyrannei ist, sagt und schon zu oft zu früh verweist hat, manch beglückten Thron, stürzt viele Könige, diese Wollust, dann sitzen da ganz bestimmte Gründe dahinter, die dafür sorgen, dass diese Aussprache überhaupt so gemacht wurde. Und das ist keine Aussprache von William Shakespeare. Meine Überzeugung ist eben, dass das eine Aussprache ist von Jesuiten, um in ihrem Jesuitentheater dafür zu sorgen, dass man den Menschen eben manche Dinge vorhält. Also das Zitat lautet: Ihr mögt der Lust ein weites Feld gewähren und kalt erscheinen, euch der Welt verhüllend. Der willigen Frauen gibt's genug. Unmöglich kann solch Geier in euch sein, der alle Verschlänge, die der Hoheit gern sich opfern, zeigt sie ein solch Gelüst. Ende Zitat.
Aber solche Bedenken und Rücksichten hatte und nahm Demetrius nicht. Dennoch wäre dieses, zwischen Anführungszeichen, süße Leben kaum der Anlass zu seinem Sturz geworden. Die Russen jener Zeit waren in dieser Hinsicht ebenso wenig empfindlich wie die Franzosen des 18. Jahrhunderts unter ihrem König Ludwig dem 15. Aber Demetrius beabsichtigte, den ungeheuren Besitz der russischen Kirche zugunsten des Staates und vermutlich auch zu seiner Bereicherung einzuziehen. Den Geistlichen und Mönchen sollte dafür ein bestimmtes Gehalt aus Staatsmitteln gezahlt werden. Das brachte die russische Hierarchie gegen ihn auf, wie sich jede Hierarchie gegen den Staatslenker wandte und wendet, der die Hand nach dem zum Bersten gefüllten Pfaffensack ausstreckte. An sich war ein solcher Gedanke der Säkularisierung des Kirchenbesitzes, also der Verweltlichung, der Verstaatlichung, wie die eingeführte Freizügigkeit bei Auslandsreisen, sehr fortschrittlich. Er wurde aber erst fast 200 Jahre später durch die Französische Revolution von 1789 ausführbar und in der Folgezeit durch die kirchenpolitischen Reformen Napoleons I. im übrigen Europa verwirklicht. Nun müssen wir hier aber deutlich hinzufügen, einmal, dass dem Autoren hier natürlich die wahre Bedeutung der Französischen Revolution, zumindest in dieser Formulierung des Satzes, entgeht, weil die Französische Revolution ist ja nicht irgendwie vom Volke ausgegangen, die die ganzen Adligen umgebracht haben und die Könige und alle anderen da kopflos gemacht haben, im wahrsten Sinn des Wortes, sondern das ist eine Revolution, die vom Freimaurertum auskam. Und deswegen haben wir ja auch vom Freimaurertum die erklärten Menschenrechte, Fraternität, Egalität und wie heißt das noch? Ne? Freiheit, Brüderlichkeit und Dinge. Ach ja, jetzt muss ich es doch mal eben nachschauen, dass ich hier nichts Verkehrtes sage. Ja, manchmal komme ich eben auf diese einfachen Worte nicht. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ne? Das ist also die Devise dieser sogenannten Menschenrechtserklärung in der französischen Revolution 1789, die da erklärt wurden. Es wurde aber erst fast 200 Jahre später durch die Französische Revolution ausführbar, in der Folgezeit durch den kirchenpolitischen Reformen Napoleons I. im übrigen Europa verwirklicht, wobei wir eben daran denken müssen, dass diese Erklärung der Menschenrechte aus dem Freimaurertum kommt. Ja? Weil die Bibel spricht nicht über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Bibel spricht über Freiheit in Jesus Christus, Brüderlichkeit in der Wahrheit und im Geiste mit Gott. Ja, alles andere ist menschengemacht. Also lasst euch nicht von solchen Schlachtrufen fangen. Das ist ja immer ganz leicht in dieser Welt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist pur freimaurerisch belastet und begründet. Und es ist eben genau der Fall, der hier jetzt von dem Autoren nicht so deutlich gemacht wird. Weil natürlich in der Französischen Revolution hat man die Kirche entmachtet und hat den ganzen Kirchenbesitz verstaatlicht. Da ging das, weil man so gesagt jetzt auf einmal das Volk als Macht erhoben hat. Keine Regierung von oben nach unten mehr, aber eine Regierung von unten nach oben. Mussten sie alle nochmal anfangen, mussten sie alles neu infiltrieren, haben sie inzwischen ja auch gemacht. Heute haben wir sogenannte Demokratien, die von der Regierung des Volkes so weit weg sind wie die Sonne vom Mond, wenn man der heliozentrischen Theorie von Kepler, Kopernikus und Galileo glauben darf. Ja? Oder so weit weg ist wie der Osten vom Westen. Also, die Französische Revolution war nach außen hin nicht das, oder nach innen hin nicht das, was sie nach außen hin schien. So. Es ist eine freimaurerische Revolution und es sind freimaurerische Schlagworte, Slogans dort gebraucht worden, die heutzutage immer noch durch die Welt geistern und die Welt regieren. Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit. Alleine schon der Begriff Freiheit hat für einen Katholiken eine ganz andere Bedeutung. Weil für einen Katholiken bedeutet Freiheit die Freiheit, seine abergläubische, heidnische Religion frönen zu können, so wie der Papst es ihm vorschreibt. Das ist Freiheit für einen Katholiken.
Ein wahrer Christ versteht unter Freiheit die Freiheit, den Gott seiner Wahl so anzubeten, wie der Gott der Bibel es in der Bibel vorschreibt. Das ist das, was ein Christ unter Freiheit versteht. Und daran sehen wir schon mal, dass ein Christ eben kein Katholik sein kann. Ja? Aber gut, wir wollen auch nicht zu viel über diesen Satz jetzt hier lamentieren, aber es erscheint mir wichtig, einmal den Punkt zu machen, dass wenn der Autor hier sagt, die Säkularisierung des Kirchenbesitzes wurde aber erst fast 200 Jahre später verwirklicht, richtig, aber die Jesuiten hatten einen ganz bestimmten Grund, diese freimaurerische Aktion, die ja natürlich von Jesuiten gesteuert war von Anfang an, diese französische Revolution in Gang zu bringen und damit natürlich eben auch die Plünderung von Kircheneigentum. Denn die hier, fährt der Autor fort, und dort erfolgte Einziehung des Klosterbesitzes in der Reformationszeit war noch ziemlich regellos, willkürlich und persönlich bedingt, so dass nicht von einer grundsätzlichen, gesetzlich durchgeführten Säkularisierung gesprochen werden kann. Solche Verlautbarungen des Demetrius wurden selbstverständlich von den besorgten russischen Geistlichen mit seiner immer offener werdenden Begünstigung der Jesuiten und Katholiken in Verbindung gebracht. Tatsächlich mögen diese solche Absichten des Demetrius gefördert haben, denn diese Maßnahmen bewirkten die Entmachtung der russischen Kirche, deren Erbe die römische Kirche anzutreten hoffte. Die Unzufriedenheit der russischen Geistlichkeit wurde noch dadurch geweckt, dass Demetrius die Wohnungen der Geistlichen im Kreml gewaltsam räumen ließ, um seine aus Ausländern bestehenden Leibwachen darin unterzubringen. Ja, er gestattete sogar lutherischen Geistlichen im Kreml, Gottesdienste für die Lutheraner seiner Leibgarde abzuhalten. Welch ein Frevel! Während die russischen Geistlichen um ihren Besitz und Einfluss bangten, erregte der Plan eines Kreuzzugs bei den Bojaren große Besorgnis. Die zunehmende Verschwendung des Demetrius und die Bevorzugungen seiner polnischen Freunde verursachte wachsenden Ärger bei den Russen. Also die Allianz Moskau-Warschau, wo Warschau ja der Vermittler ist zwischen Moskau und Polen, gefällt den Leuten nicht. Sie schauen langsam durch das Spiel. Sie durchschauen es langsam. Als dann schließlich noch die polnische Braut katholisch, die polnisch-katholische Braut mit großem Gefolge in Moskau eintraf, wurde die Erregung bedrohlich. Am 2. März 1606 brachen der Wojwode Mniszczek und seine Tochter Marina mit großem Gefolge und von den russischen Abgesandten geleitet nach Moskau auf. Nach einem zeitgenössischen Bericht, und man könnte das jetzt beinahe den zweiten Marsch auf Moskau nennen hier, ne? Nach einem zeitgenössischen Bericht, dem sogenannten Tagebuch der Marina, zählte dieses Gefolge 1969 Personen mit 1961 Pferden. In dieser Gesamtzahl sind 445 Personen vom Gefolge des Mniszczek und 251 Personen vom Gefolge der Marina enthalten. Den Rest bildete das Gefolge der russischen Begleitung und der Geistlichkeit. Am 18. April 1606 überschritt dieser gewaltige Zug die russische Grenze, also aus Polen her. Überall drängten sich die Bewohner der durchzogenen Ortschaften heran und überreichten ihrer zukünftigen Zaren nach alter Sitte Salz und Brot. Genauso wie sie sich heute beim Umzug des englischen Königs oder der englischen Königin in der Vergangenheit an den Gitter gedrängt haben und Blumen überreicht haben und da stundenlang standen, nur um die mal zu sehen. Das seht ihr, das ist alles gar nicht so neu in unserer Zeit, das gab es damals schon, hier im 17. Jahrhundert. In Smolensk wurde Marina von dem Fürsten Nagoi und Masalski im Namen des Zaren untertänigst begrüßt. Diese begleitenden 1000 Mann starken russischen Truppen schlossen sich dem Zuge an. Die übermütigen Polen benahmen sich der russischen Bevölkerung gegenüber derart zuchtlos, dass die russischen Herren besondere Gesetze erlassen und Sondergerichte einsetzen mussten, um den Gewalttaten Einhalt zu tun. Diese Verfügungen wurden aber kaum beachtet, wie der Berichterstatter ausdrücklich hinzufügt. Während Marina am 2. Mai in Moschaisk rastete, um sich auf ihren Einzug in Moskau vorzubereiten,
Also das sind fast 2 Monate, Mitte März bis 2. Mai hier, begab sich Mischek am 5. Mai 1606 zu einer feierlichen Audienz zum Zaren nach Moskau. In dem polnischen Bericht, dem sogenannten Tagebuch der Marina, sind die Zeremonien und die Örtlichkeiten des damaligen Zarenhofes zwar etwas umständlich, aber sehr unterrichtend geschildert. Wir lesen jetzt dort ein Zitat heraus, mit dem wir die heutige Sendung abschließen, und dann geht es folgende Woche mit dem Einmarsch in Moskau weiter. Es heißt dort: Von dem Hause, in dem Mischek wohnte, geleitete ihn eine unzählige Zahl von Schützen bis zu den großen Galerien des Palastes, die von kostbar gekleideten Bojaren angefüllt waren. Von den Galerien aus betraten wir den Palast selbst. Der Zar saß auf dem Thron in einem von Perlen übersäten Gewande und trug auf dem Kopf eine hohe Krone, die mit zahlreichen kostbaren Steinen geschmückt war. In der rechten Hand hielt er das Zepter. Der ganze, etwa 3 Ellen hohe Thron bestand aus reinem Golde, und über ihm wölbte sich ein wie aus 4 Schildern kreuzweise zusammengestellter Baldachin, über dessen Kuppel sich ein Adler von großem Werte befand. Von den Säulen des Baldachins hingen 2 Tronnen herab aus Perlen und Edelsteinen, unter denen sich ein Topas von Walnussgröße befand. Die Säulen ruhten auf 2 liegenden silbernen Löwen von der Größe eines Wolfes. Auf 2 goldenen Leuchtern standen Greifen. Zum Throne führten 3 Stufen hinauf, die mit Goldbrokat bedeckt waren. Zu jeder Seite des Thrones standen 2 Hofbeamte mit Streitäxten an goldenen Schäften. Sie waren in weiß-samtener Tracht, die mit Hermelin gefüttert und eingefasst war, trugen weiße Stiefel und über der Brust gekreuzte goldene Ketten. Zur Linken des Zaren stand Dimitri Schuiski mit entblößtem Schwert in einer Kleidung aus Goldbrokat, die mit Zobelpelz gefüttert war. Hinter dem Zaren stand ein Diener in reichen Kaftan, der ein Tuch in der Hand hielt. Zur Rechten des Zaren saß der Patriarch von Moskau, vor dem man auf goldener Schüssel ein Kreuz hielt. Niedriger als er saßen die Bischöfe und andere geistliche Personen, hinter ihnen Senatoren und Edelleute, die auch die linke Seite des Saales füllten. So, und jetzt muss ich euch enttäuschen. Das Zitat geht noch weiter. Und das möchte ich heute nicht abschließen zu lesen, weil was wir gerade eben gelesen haben, aus diesem Zitat heraus: Von dem Hause, in dem Mischek wohnte, geleitet ihn eine unzählige Zahl von Schützen bis zu den großen Galerien des Palastes, die von kostbar gekleideten Bojaren angefüllt waren. Und wie es dann weitergeht, das werden wir nächstes Mal analysieren im Lichte der Bibel. Und ich denke, dass es für viele Leute ganz deutlich sein wird, was wir hier sehen, wenn wir die Bibel als Basis nehmen, uns zu sagen, wie hier sich einer kleidet oder gebärt oder verhält, der dem Papst, ich möchte mal fast sagen, den Krieg erklärt hat, dem Papst seine Führungsposition streitig macht, der sich selber verhält wie Gott auf Erden. Wir werden das mit der Bibel vergleichen, was die Bibel dazu sagt. Und dann, denke ich, werden viele Dinge sehr, sehr klar und deutlich, warum Russland und der Vatikan oder Moskau und der Vatikan, Kreml und der Vatikan, wenn man so will, unvereinbare Gegensätze sind. Wie in dem Film Highlander es bereits hieß: Es kann nur einen geben. Nun, für mich gibt es auch nur einen, und das ist Jahwe im Himmel und sein Sohn Jesus Christus, der zur Rechten Gottes sitzt, also alle Autorität Gottes im Himmel und auch auf Erden ausübt, sobald
der Vater seine Feinde zu seinem Fußschemel erledigt hat, getan hat und Jesus Christus zurückkommt. Das ist der eine, an den ich glaube, und das ist der eine, der für mich wichtig ist. Hier ist es ein anderer einer, und da sprechen wir nächstes Mal nochmal drüber. Aber ihr werdet auch nächstes Mal an der Analyse des Textes, die wir machen, sehen, wie wichtig es ist, die Bibel zu verstehen und das, was dort geschrieben steht, dann in dieser Welt gespiegelt zu sehen. Das ist nämlich das, was von vielen Menschen oder was für viele Menschen den Punkt ausmacht, den Katholizismus endlich als das zu erkennen, was er ist. Die Hure Babylons in der Offenbarung und nicht auf irgendeinen zukünftigen Antichristen ein paar Jahre vor Ende, bevor Jesus Christus kommt, zu warten, sondern ganz klar zu erkennen, dass alle Prophezeiungen über den Mann der Sünde, über den Sohn des Verderbens, über den Antichristen im Papsttum erfüllt sind. Und hier in diesem Buch lesen wir jetzt gerade, wie jemand dem Papsttum das auch mit äußeren Kennzeichen streitig macht. Und das wird interessant. Also verpasst die nächste Sendung nicht und verpasst dazwischen auch sicher nicht, eure Bibel zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Maranatha.